auf Leben gewartet, das uns nicht nur zwischen den Fingern zerrinnt. Wir haben um Leben gebetet und alles, was Gott uns nun gibt, ist ein Kind. Alles, was Gott uns nun gibt, ist ein Kind. Alles schenkt Gott mit dem Kind. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. Sie haben deine Liebe bezeugt vor der Gemeinde und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Der Johannes schreibt einen Brief an Gaius. Wow. Und es ist beeindruckend, dass Gott sagt, diesen Brief, den nehme ich auf und damit verkündige ich mein Wort am 26.02.2019 in meiner Gemeinde. Also scheint dieser Gaius bzw. das Wort, was Gott hier spricht, ein besonderes Wort zu sein. Ein paar Leute besuchen den Johannes, der woanders ist, nicht da, wo Gaius ist, ist ja klar. Ein paar Leute besuchen den Johannes und berichten, dass sie bei diesem Gaius in der Gemeinde waren und sagen vor der Gemeinde jetzt, da bei Johannes, und erzählen vor der Gemeinde, dieser Gaius, dessen Liebe können wir bezeugen. Normalerweise habe ich in meinem Portemonnaie einen Pass, eine Identitätskarte. Aber diese Identitätskarte, dass vor der Gemeinde bezeugt wird, dass der Dagobert Liebe hat, das wäre eine Identitätskarte, oder? Und wenn wir die Briefe des Johannes alle mal durchgucken und natürlich eigentlich das gesamte Neue Testament, so kommt diese Liebe nur aus einer einzigen Beziehung. Gerade wenn wir die Johannesbriefe lesen, die anderen beiden, lesen wir, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Darin ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, denke ich, steht das ungefähr. Liebe. Woher? Höre ich natürlich, wir bei uns in Werkseinrichtungen machen wir Menschen, die etwas schwächeln manchmal zwischendurch, in unserer Reha-Arbeit etc. Und die fragen mich dann sonntagsabends, woher denn? Wie geht das denn? Kommt bei mir nicht an. Und man ist schnell versucht, ein Patentrezept abzugeben. Welches Patentrezept hättest du? Meins wäre tatsächlich die Frage nach Weisheit, nach Leben, das uns nicht zwischen den Fingern zerrinnt, wie wir eben in den Liedern gehört, in den Lied gehört haben. Gott hat nur eine einzige Antwort. Er gibt keine Weisheit. Er gibt kein Leben. Er gibt keinen Frieden. Sondern mit dem Kind gibt er alles das andere hinzu. Mit diesem Jesus Christus gibt er alles andere hinzu. Ein Christ aus dem 12. Jahrhundert sagte einmal, und ich habe das mal als Geburtstagsvers bekommen, wer Gott hat und alles andere dazu, der hat auch nicht mehr wie der, der nur Gott hat. Amen. Und alles, was Gott uns nun gibt, ist ein Kind. Alles, was Gott uns nun gibt, ist ein Kind.